Baumschnitzel ist ein typisches ungarisches Süßwarengebäck. Das haben wir immer schon auch zu Hause gegessen und auch gebacken. Die Idee war, dass wir, ja ganz interessant, oft mit meinen Kindern, mit Familie unterwegs waren auf Festen und wir mussten immer eine halbe Stunde in die Reihe stehen, dass wir ein Schnitzel essen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann backe ich auch nicht nur für mich selbst, sondern dann backe ich auch mit Wagen, also Anhänger und dann jetzt mit Foodtruck. Also im Endeffekt steckt dahinter die Idee unseres Geschäftsführers, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Der Geschäftsführer, der Patrick, der kommt ursprünglich aus der Immobilienbranche, ist aber leidenschaftlicher Jäger und wollte im Endeffekt diesen alten verstaubten Mantel, den das Wildfleisch so allgemein hat, ja, dass man halt das Image davon hat, da sitzt irgendwo auf einer verlassenen Berghütte ein Jäger, der sein Hirschgulasch isst, einfach ändern. Und dann kam eben die Idee, das Wildfleisch mit modernen Gerichten einfach neu zu interpretieren, was uns, denke ich, mit den Wildburgern in verschiedenen Facetten sehr gut gelungen ist. Und genau, daraus entstand dann die Idee und so ist das Ganze gewachsen über die letzten Jahre. Darauf kommen bin ich eigentlich, weil ich Koch bin, wollte schon immer was Selbstständiges machen und da war halt der Truck das Einfachste, was mir einfiel. Im Imbiss hat man immer viele, oder beim Restaurant, viele Kosten, wo man hat, Fixkosten und hier ist das alles ein bisschen geringer und mit weniger Risiko verbunden. Die Bilanz von den letzten beiden Tagen, also von heute und gestern, ist bislang durchweg positiv. Wir sind ja heute mit einem etwas improvisierten Setup hier, nicht mit unseren großen Foodtrucks, wie man das normalerweise kennt, sondern wir haben heute und gestern ein Pop-Up-Zelt hier, mit dem wir hier etwas spartanisch unser Essen an die Leute bringen. Aber es macht sehr viel Spaß, das Feedback ist positiv, es sind viele Besucher hier, das Wetter ist super. Was will man mehr? Bilanzmäßig ist ja ist positiv. Die Leute kennen es nicht, leider. Also sehr viele kennen es nicht. Aber wir bieten niemanden an zum Probieren, zum Kosten. Und wer einmal probiert hat, ist die Gefahr da, dass er süchtig wird. Bilanz bis jetzt sensationell. Also das Wetter spielt uns natürlich voll in die Karten. Gestern war klasse, die ganze Atmosphäre hier, die Musik. Ich finde die ganze Location hier, der ganze Platz ist super schön aufgebaut. Spielen natürlich auch die Foodtrucks, es ist ein gutes Angebot an Foodtrucks da. So geht es heute weiter. Ja. Also gestern ab 18 Uhr war bei uns richtig was los, Schlange bis 22 Uhr. Und heute Mittag ist es so weitergegangen, wie es gestern aufgehört hat. Das, was ich gehört habe, also bis jetzt nur positiv. Ja. Also ich habe keine schlechten Stimmen, es sind viele Familien auch hier. Bietet sich an. Es ist, glaube ich, für Groß und Klein immer hier richtig was dabei. Clear sky in the morning tells me this will be a good day. And even if the sky that sees me, I like it anyway. But take my hand and walk with me. Take my hand and walk with me. Hold me tight and walk with me. Dein regionales Nachrichtenportal.